Hi liebe YouTuber, heute dreht sich alles um das Ordnungswidrigkeitengesetz, kurz genannt das OWIG, und um die entfallenen Geltungsbereiche. Das Ordnungswidrigkeitengesetz gibt den Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie auch anderen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts die gesetzliche Grundlage zur Verhängung und Durchsetzung von Bußgeldern. Die Ordnungswidrigkeit ist eine mit einer Geldbuße bedrohte Handlung. In minderschweren Fällen können auch Verwarnungen unter Erhebung eines Verwarnungsgelds oder mündliche Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld ausgesprochen werden. Es wird deswegen auch als kleines Strafrecht bezeichnet. Nach § 47 Absatz 1 des OWIG liegt es im Ermessen der zuständigen Behörde, aus Opportunitätsgründen von einer Verfolgung der Ordnungswidrigkeit ganz abzusehen. Ein einmal gesetztes Unrecht aufgrund ungültiger oder nichtiger Vorschriften wird nicht dadurch zurecht, dass es gewohnheitsmäßig angewendet wird. Es ist und bleibt Unrecht. So ist es nachzulesen in einer gültigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. § 5 OWIG benennt keinen Geltungsbereich. Im OWIG § 5 ist zu lesen, räumliche Geltung. Wenn das Gesetz nicht anders bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatsgehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. In der Anwendung muss jedes Gesetz räumlich bestimmt sein. In der Fußnote zum OWIG findet sich der Hinweis auf die räumliche Bestimmung des Geltungsbereichs. Die Fußnote des OWIG verweist auf Fußnote Maßgaben aufgrund Einigungsvertrages. Im Einigungsvertrag vom 31. August 1990, veröffentlicht im BGB 1 1990, Seite 889, findet sich unter Kapitel 2 Grundgesetz Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Artikel 23 wird aufgehoben. Der alte Artikel 23 des Grundgesetzes, auf den sich dieser Teil des Einigungsvertrages bezieht, definierte den Geltungsbereich des Grundgesetzes durch die namentliche Aufzählung der Bundesländer. Der Geltungsbereich des Grundgesetzes alt wurde durch den Einigungsvertrag 1990 aufgehoben. Am 17. Juli 1990 haben die Außenminister der vier alliierten Siegermächte in Paris den Artikel 23 des Grundgesetzes vom 23.05.1949 amtlich und gesetzlich gelöscht. Artikel 23 Grundgesetz hatte die Existenz der BRD, der OMF, bestätigt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland, BRD, OMF ist seit dem 29.09.1990 de jure erloschen. Die Aufhebung des Geltungsbereiches des alten Artikels 23 Grundgesetzes wurde für die westlichen Streitkräfte durch James Baker, den US-Außenminister und Oberkommandierenden der westlichen alliierten Streitkräfte, am 17. Juli 1990 vollzogen. Der Beweis dafür befindet sich hier im BGB 2, Seite 885 bis Seite 1248 vom 23.09.1990. Das neue Grundgesetz hat in den Artikeln 1, 146 keinen Geltungsbereich genannt. Ohne einen Geltungsbereich kann aber ein Gesetz nicht rechtswirksam angewendet werden und somit auch keine Rechtsgültigkeit erlangt, weil es an den räumlichen Bestimmungen fehlt. Das stellt einen schweren Mangel im Staatsaufbau dar. Die Einführungsgesetze mit dem Geltungsbereich zum OWIG, zur StPO, StPO ist die Strafprozessordnung, und zur ZPO, die ZPO ist die Zivilprozessordnung, sind seit den Jahren 2006 und 2007 ersatzlos aufgehoben worden. Den Beweis erbringt das Bundesministerium der Justiz vom 19.04.2006, BGB 1, Seite 866, mit Wirkung vom 25.04.2006, BGB 1, Teil Nummer 59, Seite 2614, vom 23.11.2007. Es fehlen seitdem die Rechtsgrundlagen des OWIG und der StPO und der Geltungsbereich in der Anwendung. Wegen des fehlenden Geltungsbereichs
kann man sie nicht mehr anwenden. Siehe hierzu Bundesverwaltungsgesetz, Paragraph 17, Seite 192 und das DVBI 1964, 147. In den Einführungsgesetzen wird der Geltungsbereich geregelt und in allen drei Einführungsgesetzen zur StBO, zur ZBO und zum OBEG sind genau diese Geltungsbereiche weggefallen.